Ich bin beim Radarturm. Wo ist das Labor? Echt jetzt? Unter dir. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Echt, jetzt muss ich wieder... Du hast ja keine Ahnung. Ich mach kurz einen Speedrun. Ich glaub, da haben wir gerade durch, ja. Hey, Beth. Ich gehe runter in die Labore. Okay. Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Serenes ja, bla, 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 bla. Es hätte aber Serene sein sollen. Ja, sie wissen, dass ich da bin, das weiß ich. Jack, das lokale Sicherheitsnetzwerk hat Alarm geschlagen. Es ist Joyce von den Trotten. So, Ende. Sag Jack. Mach ihm Feuer unter dem Feuer. Ende. HQ, Joyce. So, kommt jetzt raus. Unfassbar. Ja, raus. Wir verarschen. Achso, da. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Es ist, als ob ich ausgesaut werde. Ja. So, machen wir das Ding aus. Das ist besser. Wozu brauchen Sie so ein Ding überhaupt? Ich glaube, es ist schade, dass man halt direkt wieder von vorne anfangen muss, wenn man gegen diesen das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den Kronon-Dämpfer. Kämpfen muss. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Ja, ja, so ist das, ne? Was soll ich denn jetzt machen damit? Was soll ich denn dagegen machen? Was sitzt mir? Hinten, ja. Das ist die Schwachstelle. Richtig. So. Was
Als Schwachstelle kann man schon viel mehr anfangen. Ja, wie schnell dreht sich der Pimmel? Dass ich das Ding überhaupt bewegen kann, Alter. Was ist das? Fuck, das war wirklich brutal. Ziel wurde verloren. Ende. Ah, bist du tot? Du Arsch. Du gehst zu Emeralds Büro. Noob, Alter. So. Oh, hallo. So, da kannst du mich gerne mitnehmen. Vielleicht kann ich dort raus. Okay. So. Ist wahrscheinlich nicht der übliche Weg für Angestellte. Und so. Ich wusste, dass Monarch über Technologie verfügte, mit der sich ihre Soldaten während Anomalien fortbewegen konnten. Irgendwie verlief in diesem Bereich die Zeit normal. Plötzlich ergab Monarchs fehlendes Interesse an dem Anhalten der Zeit deutlich mehr Sinn. Gibt es noch irgendwas, was sie machen kann? Nee, tatsächlich nicht. Dr. Emeralds Büro muss in der Nähe sein. Kein Alarm. Offensichtlich hat keiner was bemerkt, als ich hineingegangen bin. Gut gemacht, Beth. Es ist ganz einfach. Je mehr Leute, okay. Desto größer. Oh nein! Das Gesichtsausdruck. Der Gesichtsausdruck. Nein, meine GPS-Geräte. Oh Gott. Das ist Emeralds Büro. Emeril hatte versucht, Paul zu warnen. Das Ende der Zeit kam schnell näher. Es blieben weniger als 24 Stunden. Mr. Serene hatte geglaubt, es würde Jahre dauern, bis es soweit wäre. Offensichtlich lag er falsch. Das da sieht aus wie das, was Beth wollte. Ah, verdammt. Emeril ist auf der Bahn. Ach, schade. Diese Anomalie wird nicht ewig dauern. Ich finde besser hier raus und gehe zur Party. Das ist eine Option, ja. Mal kurz noch hier reinschnappern. Ach,
alle Handelsobjekte mitnehmen, soweit möglich. Muss da unten rein. Hab ich hier schon angefuckt? Nee. Ziemlich teure Ausrüstung, die sie da gestohlen haben. Na und? Ich wusste, dass Beths Tarnung nicht lange anhalten würde. Ich musste es ihr zur Gala bringen, bevor es zu spät war. So. Kommen wir uns auch erstmal hier einmal rein. Kanonen, die bei einer Anomalie funktionieren sollten. Paul hatte klare Prioritäten. Das Ende der Zeit bedeutet nicht das Ende von Waffen. Nee. Nun, was haben wir denn hier? Okay. Nee, da will ich noch nicht raus, tut mir leid. Die Kampfausrüstung von Monarch war sperrig. Was ich aus Dr. Emeralds Büro mitgenommen hatte, war deutlich leichter. Fast wie ein Modell für Zivilisten. Yeah. Da muss ich noch rein. Gehen wir da mal eben hin. Von 17, ich denke mal, da haben wir gleich die 17 voll. Aber 17 von 17 haben wir noch nicht. Also ein Ding fehlt noch. Gehen wir nach oben. So, halt hier hoch. Oder? War das hier? Ne, da hinten rein, genau, und dann dadurch. Komm schon, du bist bei der Arbeit. Okay, genau vor mir in der Ecke, also. Der da? Dating-Webseite, also. Garage. Hört sich an, als ginge es da raus. Da haben wir doch das eine. Bitte. Was ist jetzt wieder los hier? Der nächste. Fuck, hätte das doch.
mich verarschen? Oh Gott. Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich alles immer 20 Minuten Teile mache und halt in einem durchspiele, sozusagen. Das ist, glaube ich, einfacher. Weil dann habt ihr nicht immer diesen Unterschied zwischen 10 Minuten oder eine Stunde. Oder habt ihr einfach nur 20 Minuten und dann ist alles gut. Ja, jetzt bin ich wieder am Anfang, stimmt. Garage. Hört sich an, als ginge es da raus. Ich musste nur durch die Garage. Schien ein leichtes zu sein. Gegner! Ja. Was? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich hab doch auf euch geschossen. Ich musste nur durch die Garage. Schien ein leichtes zu sein. Ja, komm. Tja, scheiße. Wo läuft der hin? Der läuft immer dann nach diesen Zeitdingern läuft er aber alleine weiter. Ich will mich doch verarschen. Ich mach nichts mehr. Auf einmal läuft er nicht weiter, okay. Läuft. Das Spiel will mich verarschen. Dieser Alarm wird es nicht einfacher für mich machen. Es muss ein Weg hier rausgehen. Was gibt's denn? Du, hier ist der nicht. Oh, Scheiße. Nicht schon wieder. Okay. Ja, in die Fresse, ne? Das war der letzte. Na, also schon besser. Beth, ich hab das Gerät für dich, aber Dr. Emeril ist nicht da. Ja, ich hab sie gerade gesehen. Willst du mein Date sein? Oh. Ja, heb mir das Cocktailwürstchen auf. Ich komme. Es heißt, dass die Schüsse auf Hatch eine interne Angelegenheit sind. Das könnte eine Möglichkeit für uns sein, aber Serene sucht nach dir. Ach echt? Denk daran.
Ich versuche ihn auf. Hä? Ich hab Besuch. Wir sehen uns auf der Fahrt. Es dringt vor! Toll. Jetzt läuft er wieder wohin, wo er will. Jetzt macht er gerade gar nichts. Ich hab doch mal aus 1 gedrückt. Ja, GG. GG. Ich glaub's nicht. Greift an und schaltet das Ziel aus. Ihr darf den Bereich nicht verlassen. Ich glaub's. Och nö. Leer. Viel Spaß. Ich glaube, du bist tot. Gehen wir lang. Guten Abend, Riverport. Hier ist wieder Theresa. Ich habe ein frisches Brötchen, eine große Tasse Kaffee und ein perfektes Liebreizendes. Ich brauche Joyce' genaue Position. Sofort. Monarch Actual ist unterwegs, um ihn aufzuhalten. Hier ist Homeguard 5. Ich habe gerade gesehen, wie er das Tunnelsystem außerhalb des Partybereichs betreten hat. Beth? Ich bin unterwegs. Er hat mein ganzes Team ausgeschaltet. Wir brauchen hier sofort riesige Unterstützung. Achtung, alle Einheiten sofort zu den Tunneln. Schon wieder? Ich konnte die Villa sehen, in der die Gala war. Ich musste einen Weg finden, um dorthin zu kommen. Ich konnte das Energiefeld eines anderen Kronon-Dämpfers von Monarch sehen. Es hätte mich meiner Kräfte beraubt, also musste ich es ausschalten. Meine Kräfte werden in dem Bereich nicht funktionieren. Ich sollte besser vorsichtig sein. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Vielleicht sollte ich diese Maschine ausschalten. Jemand soll Serene holen! Zeit zu gehen. Der Sache schon näher. Wird sterben. Keine Chance. Keine Chance. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Vielleicht sollte ich diese Maschine ausschalten. Los. Zum Glück betrifft das nur die Joyce ist hier! Verlassen Sie mich!
uns verarschen? Wie fällt's aus? Das wollte ich doch gar nicht. Was denn?